Hallo zusammen, wir haben Freitagabend, das ist der 5. Februar und es ist 17.32 Uhr. Der DAX rechnet noch an seinem Xetra-Schlusskurs, den gebe ich Ihnen aber auch gleich. Also mit Blick auf den Chart kann das hier eine sehr, sehr interessante Konstellation werden. Es besteht durchaus die Gefahr eines Doppeltops. Das bisherige High hier war aber auf Xetra 14.131 und heute hat man eine ganz besonders lustige Zahl, 14.114,44. Als Tageshoch der Börse. Noch ist es kein Doppeltop. Ein Doppeltop wird es erst dann, wenn die Kurse ab Montag runterfallen würden. Dazu bräuchte ich einen Schlusskurs von unterhalb 13.940. Dann würde die Wahrscheinlichkeit eines Doppeltops erheblich steigen. So ist bisher gar nichts. Das ist sogar deswegen interessant. Wir sind hier am oberen Band und das verläuft zusammen mit diesem All-Time-High bei 14.131. Und wenn wir das mit einer Stundenkerze überbieten, um 25, 30 Punkte, dann ist hier erstmal gar nichts. Dann ist da alles frei. Ja. Ich gucke gerade eben mal auf den MDAX, der hat das ja auch gemacht. Da sind wir ja auch auf dem All-Time-High. Der Nasdaq hat das auch gemacht. Und jetzt, wo handeln wir denn jetzt? Bei 13.564. Na gut, zurück zum DAX. Die Bänder sind nach wie vor relativ eng. Wir kommen von unten aus dem Band, wir sind bis oben hingelaufen. Wir haben den Zwischenstopp gemacht bei der 20-Tage-Linie, aber wir sind innerhalb der Bänder. Das heißt, die Bänder geben gar kein Signal, gleitende Durchschnitte, kein Signal. Von daher ist gar nichts. Da gilt also wirklich dieser Punkt hier, die 14.131. MACD wird leicht positiv, allerdings auf einem Niveau, wo ich das nicht als besonders gravierend nehme. Wir sind überkauft vom Oszillator, ja, aber ohne irgendein negatives Signal. Der kann sich hier noch ein paar Tage halten, hier auf dem Niveau. Also ich behaupte mal, der Chart ist wichtiger. Wenn wir diese 14.131 rausnehmen, tummeln wir uns irgendwo hier. Was mir am liebsten wäre, ist nochmal so ein Final Shoot, so ein Peak nach oben, 14.250, 14.300. Weil ich habe nach wie vor den Eindruck, der Markt ist ziemlich verfixt. Die Marktteilnehmer sind doch relativ überzeugt davon, dass wir hier nicht nennenswert weitergehen. Ich sehe das auch immer beim Sentiment von der Börse Stuttgart. Da sind tendenziell die ganze Woche über waren da Shorts am Werk. Also ich muss euch heute drei Scheine nennen. Der eine, der liegt hier unterhalb von diesem Tief da, bei der 13.305. Etwas unten drunter. Und ich habe mich dafür den entschieden, 13.274. Da ist gedacht für den Fall, dass wir das wirklich rausnehmen, da kann man den immer nehmen und der hat auch im Moment nicht so einen großen Hebel. Da sind wir beim Hebel von 18. Das ist die Kennnummer GF8ZH5. Ich kann aber auch einen ganz frechen nehmen, der hier näher dran liegt und zwar unterhalb der 20-Tage-Linie und unterhalb von diesem Tief, das war vom Dienstag. Und dieses Tief hier lag bei 12.682. Das wäre dann so ein 12.650er ungefähr. Da sind wir bei einem, mal rechnen, 35er Hebel. Mal schauen, ob ich da richtig liege. Das passt doch hervorragend. 13.651, da bin ich ein bisschen näher dran. Der hat einen deutlich höheren Hebel im Moment von 35. Also für diejenigen, die, oder vielmehr, das ist der Schein, den man nehmen kann, wenn wir wirklich hier rausgehen. Das ist die Kennnummer GH0VJM. Tja, bei dem Putz. Also, wenn er das rausnimmt, dann müssen Sie am Put erst gar nicht mal denken. Weil dann wird er sich hier oben irgendwo tummeln und wo auch immer das aufhört, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Wirklich eine 14.300, die habe ich mir irgendwann auch mal auf die Liste geschrieben. Das wäre dann also mehr oder weniger die Pflicht. Aber darüber hinaus kann noch eine Kür kommen. Also, ich möchte da lieber mit dem Hebel deutlich runtergehen, so Richtung 25. Hier, sowas 24, dann hätte ich nämlich hier sowas mit 14.635. Aber wie gesagt, da muss man sich Zeit lassen, den zu kaufen, wenn er das nicht schafft. Er würde bei mir ins Buch kommen, wenn wir unter dieser Kerze sind. Und das waren die 13.940. Dann kommt er ins Buch. 14.635, das ist dieser hier. 14.635 ist auch ein Open-End-Put. Das ist die GH09D9. GH09D9.
So, dann habe ich noch eins, weil der eine oder andere will es immer wieder wissen. Am 27. und 28. das ist ein Sam- und Sonntag. Da mache ich nicht 2 Tage Webinar. Hier steht Seminar, ist nicht falsch, das sind ja Webinare. Also nur, das ist sowas von Samstag 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr und Sonntag genauso. Da mache ich eins, da können Sie auf meine Homepage gehen, schlegel-trading.com, und dann steht es dann unter Seminare, worum es dann da geht. So, und ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Ach, wo ist denn jetzt der Schlusskurs? Ich habe hier 14.056,72. Ich wünsche euch was. Bye bye, ciao.